Hallo! In diesem Video geht es um das Goethe-Zertifikat B2. Und zwar werden wir uns hier die mündliche Prüfung mit Teil 2 genauer anschauen. Speziell für dich habe ich ein Quiz und mehrere PDFs zum Herunterladen vorbereitet. Am Ende gibt es noch einen Bonus. Also bleib dran und viel Spaß dabei! Damit du weiterhin auch nichts verpasst, klicke gleich hier unten auf Abonnieren und schon kann es auch losgehen. Und schon kann es auch losgehen. Hart, aber herzlich, wie man erfolgreich eine Diskussion führt. Denn auch du kannst erfolgreich sein. Mit unseren Tipps und Tricks zur Goethe-Prüfung B2 sprechen Teil 2. Schauen wir uns einmal an, wie das Video überhaupt aufgebaut ist. Als allererstes gucken wir uns ganz kurz und knapp die Prüfung an sich an. Dann geht es auch schon richtig los und zwar zeige ich dir, wie du richtig Vor- und Nachteile finden kannst. Danach zeige ich dir, wie du gekonnt diskutieren kannst, denn es gibt verschiedene Diskussionstypen, die du benutzen kannst, wenn du möchtest. Und es gibt Verhaltensregeln, an die du dich halten solltest. Danach zeige ich dir noch ein paar Tipps zur Vorbereitung und zu deiner eigentlichen Diskussion, also die du vor der Prüfung benutzen kannst und während der Prüfung. Und dann hast du es auch schon geschafft. Am Ende gibt es dann noch ein kleines Mini-Quiz zu diesem Video und ganz am Ende gebe ich dir noch eine Bonusübung mit auf den Weg. Also bleib dran bis zum Ende und viel Spaß! So, wir fangen direkt an und zwar schauen wir uns ganz knapp die mündliche Prüfung Teil 2 an. Es geht hier um die Bewertung. Jetzt schauen wir uns gemeinsam kurz den Ablauf und die Bewertung an, denn du wirst dich fragen, was wird denn hier überhaupt getestet? Als allererstes bekommst du ein Thema, was du dir leider nicht aussuchen kannst. Und dazu sollst du dann 5 Minuten lang diskutieren mit deinem Gesprächspartner. Das heißt nicht 5 Minuten für dich und 5 Minuten für deinen Partner, sondern gemeinsam 5 Minuten. Und worauf wird denn hier überhaupt geachtet? Es gibt prüfungsinterne Kriterien und diesen GER-Referenzrahmen. Den kannst du dir gerne im Internet nachlesen. Die prüfungsinternen Kriterien findest du in einer PDF zum Herunterladen und die findest du hier in dem Link unter diesem Video oder in unserem Blog. Jetzt gehen wir direkt über zum Hauptteil unseres Videos. Als allererstes werde ich dir zeigen, wie du Vor- und Nachteile finden kannst. Denn dazu musst du kritisch denken können und fair bleiben. Die Schwierigkeit dabei, Vor- und Nachteile zu finden, ist, dass man kritisch denken soll. Aber was heißt das überhaupt? Im Englischen sagt man Think outside the box. Das heißt so viel wie denke aus der Box heraus, ja? Und zwar meint man damit, dass man nicht nur seine eigenen Ansichten versteht, sondern über den Horizont hinaus denkt, breiter denkt und auch andere Standpunkte von anderen Menschen vielleicht oder anderen Kulturen verstehen kann. Und dazu gibt es eine gute Möglichkeit, und zwar ein Mindmap. Ein Mindmap hilft dir, Pro und Contra zu finden, um deine eigene Meinung zu bilden. Ein Mindmap hilft dir, kritisch zu denken, damit du nicht nur alles bejahst und verneinst. Und es hilft dir außerdem, die Denkansätze des Partners im Vornherein vielleicht zu erahnen und darauf gekonnt zu reagieren. Hier gibt es eine PDF, die du dir runterladen kannst. Den Link dazu findest du unter diesem Video oder in unserem Blog. Und zwar gibt es ein Notizbeispiel, in dem ich ein Mindmap benutzt habe. Und das kannst du dir gerne mal anschauen. Hier kannst du zwei Beispiele sehen, wie so ein Mindmap aussehen könnte. Du kannst dir gerne das Video auch pausieren und es dir in Ruhe mal anschauen. Ein Mindmap ist etwas ganz Individuelles und du kreierst das so, wie dir die Ideen in den Kopf kommen. Es gibt also hier kein Falsch und kein Richtig. Um so ein Mindmap zu erstellen für eine Diskussion, um Vor- und Nachteile zu finden, würde es helfen, das Thema in die Mitte zu schreiben und Plus und Minus, entweder nach oben oder nach unten, oder Pro und Contra nach oben oder nach unten zu schreiben. Und dann denkst du einfach eine Weile über das Thema nach und schreibst auf, was dir in den Kopf kommt. Wie das am Ende aussieht, ist total egal einfach, weil es ist wirklich für dein eigenes Gedächtnis gedacht. Und
Man kann auch Themen, also Abzweigungen, miteinander verknüpfen, zum Beispiel. Wenn du also eine Tabelle machst, wird es schwierig, Ideen miteinander zu verknüpfen. Deswegen ist ein Mindmap eine gute Möglichkeit. So, nun schauen wir uns die Diskussion an sich an, denn über Geschmack lässt sich streiten. Wir wollen uns natürlich nicht streiten. Was ist denn, wenn dein Gesprächspartner anderer Meinung ist? Dann natürlich sollten wir uns nicht streiten. Wir müssen fair bleiben. Deswegen solltest du, wie gesagt, in deiner Vorbereitung kritisch denken. Im Gespräch fair bleiben, das hatten wir eben schon gesagt, denn dann wird auch kein Streit entstehen. Wir schauen uns jetzt die Diskussionstypen an, die es gibt. Es gibt ganz viele, ich habe dir ein paar rausgesucht. Dann schauen wir uns die Verhaltensregeln an. Und mit diesen zwei Themen kannst du lernen, wie du ohne Stress diskutierst und wie ihr am Ende zu einer gemeinsamen Lösung kommt. Los geht's. Schauen wir uns als allererstes die Diskussionstypen an. Diese Typen musst du nicht auswendig lernen und du musst die auch nicht benutzen. Es gibt auch noch viele mehr davon. Ich habe dir hier ein paar rausgesucht, die dir helfen können. Ich will sie dir lediglich zeigen und damit du siehst, wie du deinen Standpunkt in der Diskussion auch festigen kannst. Es gibt das analogisierende Argument. Hier, wenn du etwas erzählst und du nennst auch Beispiele, kannst du diese auch mit anderen Beispielen vergleichen. Dann gibt es das Autoritätsargument. Hier bringst du Argumente ein von anderen Experten und so weiter. Dann gibt es das Faktenargument. Hier bringst du Fakten ein, die du gelesen hast in wissenschaftlichen Studien oder den Nachrichten. Es gehen auch manche YouTube-Videos und so weiter. Aber du musst wirklich aufpassen, dass du hier nicht unbedingt Twitter, Instagram oder Boulevardmagazine wie zum Beispiel Bild der Frau oder sowas benutzt, weil die nicht immer glaubwürdig sind. Und es kommt natürlich auch aufs Thema an. Also pass da wirklich auf, dass du die Fakten auch, dass das wirklich echte Fakten sind, die auch stimmen. Und dann gibt es noch ein normatives Argument. Hier kannst du gesellschaftliche Normen mit einbringen, wie zum Beispiel auch zu deinem Heimatland vergleichen. So, es ist erstmal egal, welchen Diskussionstypen du benutzt. Du musst dein Argument aber logisch darstellen. Das ist wichtig, dass man dir richtig folgen kann. Du kannst auch eigene Erfahrungen einbringen. Die können dir auch helfen, deinen Standpunkt zu vertreten. Aber passe auf, dass das nicht ins Stereotypen übergeht. Ja, das heißt, deine eigene Erfahrung heißt nicht, dass es unbedingt für jeden richtig ist. Da musst du wirklich aufpassen. Schauen wir uns nun die Verhaltensregeln an. Diese sind wichtig, damit man fair bleibt und nicht vom Thema abkommt. Um erfolgreich zu diskutieren, muss man sich gerecht behandeln. Also, man sollte nicht beleidigen bzw. auch selbst nicht beleidigt sein. Und deswegen ist es wichtig, wenn man keine Grundsatzdiskussion mit einbringt, wie zum Beispiel über das Thema Religion. Außerdem ist es wichtig, dass man auch aktiv zuhört und angemessen dem Gegenüber reagiert. Weiterhin solltest du die andere Person immer ausreden lassen. Also fall dem Gesprächspartner nicht ins Wort, bleibe geduldig. Falls er oder sie dich doch einmal unterbricht, dann musst du angemessen reagieren und wie gesagt nicht beleidigt sein. Außerdem könnt ihr beide erfolgreich die Prüfung bestehen, wenn ihr gegenseitig Empathie zeigt. Also versuche einfach die anderen zu verstehen und verdeutliche freundlich, wenn du anderer Meinung bist. Und es ist wichtig, dass du relevante und nachvollziehbare Argumente bringst. Das heißt, relevant heißt, dass du nicht vom Thema abkommst und von etwas ganz anderem erzählst. Ihr habt schließlich nur 5 Minuten Zeit. Und deine Argumente sollten nachvollziehbar, also logisch aufgebaut sein. Eine Sache solltest du immer im Hinterkopf behalten. Ihr seid ein Team. Vergiss das nicht. Auch wenn ihr andere Meinungen habt oder du deinen Gesprächspartner vielleicht gar nicht magst oder du denkst, ach, der ist viel besser als ich oder so. Total egal. Ihr zwei seid in einer Prüfungssituation. Ihr beide wollt bestehen und ihr solltet euch gegenseitig helfen. Was mache ich denn nur, wenn wir der gleichen Meinung sind?
Das ist kein Problem. Ihr zwei stellt eure Vor- und Nachteile einfach zusammen und bleibt aktiv im Gespräch. Denn die wichtigsten Schlagwörter für eine erfolgreiche Diskussion sind, merkt ihr das? Sei fair und aktiv. Das Ziel der Diskussion ist nicht, sich zu streiten oder sowas, sondern gemeinsam eine Lösung zu finden durch einen aktiven Argumentationsweg. Und nicht, dass irgendjemand gewinnt. Darum geht es nicht. Die Interaktion ist auch Teil der Bewertung. Das musst du wissen und da musst du wirklich drauf achten. Also aktiv sein im Gespräch und fair bleiben. Nun gehen wir auch schon über zum nächsten Thema. Hier gebe ich dir Tipps zu deiner Vorbereitung und zur eigentlichen Diskussion. Denn hier musst du aus dem Stegreif überzeugen können. Und zwar schauen wir uns an Tipps und Tricks vor der Prüfung und während der Prüfung. In der Goethe-Prüfung B2 Sprechen Teil 2 musst du ja eine Diskussion führen. Und dazu musst du aus dem Stegreif überzeugen können. Was heißt denn jetzt überhaupt Stegreif? Das heißt, dass du eigentlich dich nicht vorbereiten kannst. Du musst von null auf, von nichts heraus, irgendwie eine Diskussion führen können. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Deswegen gebe ich dir jetzt ein paar Tipps, wie du dich darauf vorbereiten kannst und wie du auch in der Prüfung gut vorankommst. Vor der Prüfung ist es wichtig, dass du die Verhaltensregeln kennst. Die haben wir ja schon gesagt. Außerdem ist ein guter Tipp, wenn du vor der Prüfung schon Informationen sammelst durch Nachrichten oder Zeitungen und Magazine, um auf dem neuesten Stand zu sein und auch um Fakten und so weiter in deine Diskussion mit einbringen zu können. Da Thema Diskussionstypen nicht vergessen. Es gibt also Faktenargumente, die du dann einbringen kannst. Natürlich weißt du nicht, was für ein Thema drankommt. Das kann man leider nicht ändern, das ist so. Aber wenn du schon ein, zwei Wochen vor deiner Prüfung jeden Tag ein bisschen die Nachrichten schaust und so weiter, dann werden sich sicherlich mehrere Themen zusammenfinden, dass du vielleicht aus ein, zwei Informationen was rausfischen kannst, was in deine Diskussion dann auch reinpasst. Redemittel sind eine gute Möglichkeit, deine Diskussion aktiv und dialogisch gut aufzubauen. Hier hast du wieder eine PDF, die ich für dich vorbereitet habe, mit ganz vielen Redemitteln, die dir helfen können, direkt für deine Diskussion. Ich zeige dir jetzt übergeordnet, zu welchen Themen du Redemittel benutzen kannst. Zum Beispiel, wenn du jemanden unterbrechen möchtest, beziehungsweise dein Rederecht einfordern möchtest. Das heißt, jemand spricht viel zu lange und du möchtest ihm sagen, dass du auch dran bist. Redemittel helfen dir, das Gespräch zu leiten und Informationen zu geben. Außerdem kannst du sie benutzen, wenn du widersprechen musst oder wenn du zustimmen möchtest. Auch kannst du sie benutzen, um Äußerungen zu korrigieren oder etwas nachzufragen. Und sie helfen dir, deine eigene Meinung auszudrücken oder etwas zu beurteilen oder anzuzweifeln. Und ganz am Ende sollen die Redemittel dir dann helfen, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Eine Sache möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Versuch doch mal, eine Diskussion zu üben. Das heißt, du simulierst die Prüfungssituation und nimmst dich dabei mal mit einer Kamera auf. Ich weiß, es ist manchmal wirklich unangenehm, sich selber zu sehen und zu hören, aber es wird dir wirklich helfen, zu reflektieren und zu verstehen, was du verbessern kannst. Nimm dir 8 Minuten Vorbereitungszeit dafür. In der richtigen Prüfung hast du 15 Minuten, aber da musst du ja auch noch die Aufgabe 1 vorbereiten. Deswegen sage ich hier 8 Minuten für die Aufgabe 2 und du machst dir Notizen. Da kannst du gleich das Mindmap üben und so weiter. Dann kannst du verschiedene Situationen nachspielen. Such dir vielleicht einen Freund oder einen Klassenkamerad und ihr simuliert die Prüfungen. Zum Beispiel, der Gesprächspartner soll einmal wenig sprechen. Dann soll er einmal eine komplett andere Meinung haben und vielleicht etwas aggressiv wirken. Und dann soll er vielleicht mal die gleiche Meinung haben. Du findest in einer PDF, die du dir runterladen kannst, ganz viele Themen, die du für diese Vorbereitung, für das Üben mal benutzen kannst. Und da suchst du dir vielleicht auch welche aus, die schwierig sind oder wo du vielleicht gar keine Meinung zu hast. Und dann kannst du die gezielt auch mal üben.
Du hast dich also gut auf deine Prüfung vorbereitet. Jetzt gucken wir in die Prüfung herein. Wie kannst du da vorgehen? Denn du musst jetzt hier aus dem Stegreif Informationen sammeln und deine Argumente vertreten. Um das gut zu können, hilft es dir, wenn du gute Notizen hast, Gegenargumente findest, deine Sprache, Mimik und Gestik gut benutzt und wir gucken uns auch noch mal das Thema an sich an. Mit am wichtigsten in deiner Prüfung sind deine Notizen. Setze dir für deine Notizen ein Zeitlimit. Du hast nämlich zwei Aufgaben in deiner Vorbereitungszeit, die du bearbeiten musst. Während deiner Diskussion kommen dir vielleicht noch mehr Ideen während des Gesprächs. Deswegen musst du dich nicht auf deine Aufgabe 2 versteifen. Du sollst also nicht stecken bleiben, sondern gehe lieber zur nächsten Aufgabe über, wenn dir etwas nicht einfällt. Arbeite in deinen Notizen mit Mindmaps, Tabellen und Symbolen und Abkürzungen. Das hilft dir, einen guten Überblick zu behalten und nicht in das Vortragen zu verfallen, also das Ablesen, sondern du sollst ja ein aktives Gespräch führen. Hier findest du auch ein Notizenbeispiel zu den Aufgaben am Ende, die du dir jetzt wieder als PDF herunterladen kannst. Außerdem solltest du Gegenargumente bringen können. Dazu sollst du wieder kritisch denken und versuchen, verschiedene Perspektiven zu sehen und auch zu verstehen. Denn dann kannst du in der Vorbereitung schon überlegen, wie du in der Diskussion reagierst und welche Gegenargumente du geben kannst. Weiterhin ist die Sprache wichtig in deiner Prüfung. Die Grammatik allerdings ist nicht das Wichtigste, sondern sagen wir eher zweitrangig. Es ist wichtiger, in dem Fall, dass du einen geeigneten Redefluss hast, das heißt, du vermeidest Lückenfüller wie und du versuchst auch nicht zu stottern oder zu stockend zu sprechen. Und eine passende Geschwindigkeit und Lautstärke solltest du für dich selber finden. Außerdem kommen auch noch Mimik und Gestik mit ein, die unterstützend benutzt werden zu dem, was du sagen möchtest. Und vermeide auch dabei, dich zu nervös zu bewegen. Zum Beispiel spiele nicht mit deinem Blatt oder deinem Stift und so weiter. Zu diesen ganzen Sachen findest du auch noch mehr Infos in dem Video zum Goethe-Zertifikat B2 Sprechen Teil 1. Also schau dir das Video auch an, denn da findest du noch mehr Informationen über deine Sprache, die Mimik und Gestik und auch noch über, wie du richtig Notizen führst und so weiter. Also, das ist auch ein guter Tipp, dass du dir das noch nebenbei anschaust. Eine kleine Unannehmlichkeit in dieser Prüfung ist es natürlich, dass du ein vorgegebenes Thema hast. Das heißt, du darfst dir kein Thema aussuchen und das ist natürlich wirklich schwierig, sich dafür vorzubereiten. Das ist klar. Du darfst in der Prüfung ruhig zugeben, dass du mit einem Thema vielleicht nicht super vertraut bist, aber dass du trotzdem natürlich deine Meinung dazu äußern wirst, ja? Um diesem aber dagegen zu wirken, dass du gar nicht erst in diese Situation kommst, hilft es dir, wenn du dir einige Themen in der Vorbereitung, also vor der Prüfung überhaupt anschaust und die schwierigsten übst. Dazu gibt es auch wieder eine ganz lange Liste von Beispielthemen, die ich für dich vorbereitet habe und die du dir runterladen kannst. Hier wieder im Link unter dem Video oder in unserem Blog. Wie ich dir im Video schon gesagt habe, gibt es verschiedene PDFs mit Notizbeispielen, mit Dialogen, die du dir runterladen kannst. Und die beziehen sich alle auf diese zwei Beispielthemen, die ich für dich vorbereitet habe. Und zwar sollen Tierversuche verboten werden und sollen alle Benzin- und Dieselautos abgeschafft werden. Die Aufgaben sind eigentlich immer die gleichen. Ihr sollt euch über eure Standpunkte und eure Argumente austauschen, dann auf die Argumente des Gesprächspartners reagieren und am Ende zusammenfassen, seid ihr oder bist du dafür oder dagegen. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Du kannst dir hier wieder die PDF runterladen mit den Auflösungen zu diesen Themen. Und wie gesagt, gibt es auch noch Notizen, Beispiele und so weiter, die sich auf diese Themen beziehen. Und jetzt bist du auch bereit für deine Prüfung. Du kannst nun überzeugend diskutieren und schaffst diesen letzten Teil der mündlichen Prüfung auch noch mit den Tipps und Tricks, die ich dir gerade gegeben habe. Atme tief durch und viel Glück in der Prüfung.
Bevor du nun in deine Prüfung gehst, habe ich noch ein kleines Mini-Quiz für dich vorbereitet. Los geht's. Welche Gesprächssituation sieht wie eine gelungene Diskussion für dich aus? Und warum? Wir haben drei Bilder. Schau sie dir kurz an. Du kannst jederzeit das Video kurz pausieren und nachdenken. Ich gebe dir direkt die Lösung. Und zwar ist es das zweite Bild. Und warum, fragst du dich? In der ersten wird sehr diskutiert und sie sehen etwas verärgert aus. In der zweiten sehen alle Leute eigentlich ganz glücklich aus und führen ein schönes Gespräch. Und in dem dritten Bild sind alle doch eher gelangweilt und haben gar keine Lust auf die Diskussion oder worüber es da gerade geht. Also Nummer zwei sieht wie eine gelungene Diskussion aus. Alle schauen sich an, sitzen sich gegenüber, keiner streitet. Wie kann man erfolgreich eine Diskussion führen? In meiner Vorbereitung ist es sinnlos, mich über verschiedene Themen zu informieren. Ich kenne das Prüfungsthema ja sowieso nicht. Oder in meiner Vorbereitung kann es nützlich sein, Nachrichten zu schauen, um auf dem neuesten Stand zu sein. Die richtige Antwort ist die zweite. B. Wie ich auf meinen Gesprächspartner reagiere, ist sehr wichtig. Wir sind ein Team. Ich sollte mich deswegen an Verhaltensregeln halten. Oder wie ich auf meinen Gesprächspartner reagiere, ist nicht ausschlaggebend, da es in der Prüfung um meine Note geht und nicht seine oder ihre. Die richtige Antwort ist natürlich die erste. Nächste Aufgabe. Notizen können, wenn effizient erstellt, sehr hilfreich sein, besonders in Form von Mindmaps und Tabellen. Oder Notizen sind Zeitverschwendung, da ich nicht weiß, wie sich die Debatte entwickeln wird. Die richtige Antwort ist die erste. Drittens, was ist keine Verhaltensregel? Fair bleiben, aktiv zuhören und angemessen reagieren oder Redemittel benutzen? Redemittel benutzen ist keine Verhaltensregel, sondern ein Tipp, der dir helfen kann. Und die letzte Frage, sind Redemittel dennoch wichtig in meiner Diskussion und warum? A, vielleicht, sie sind nicht immer angebracht und können verwirren. Oder ja, sie helfen, die Diskussion zu strukturieren und helfen dir, dialogisch das Gespräch zu leiten. Oder nein, man kann ohne Struktur einfach erzählen. Darum geht es doch in einer Diskussion. Die richtige Antwort ist B. Herzlichen Glückwunsch! Wir sind jetzt am Ende unseres Videos angelangt und ich hoffe, deine Prüfung wird erfolgreich sein. Denn gemeinsam schafft ihr das. Denn nicht Sieg sollte der Sinn der Diskussion sein, sondern Gewinn. Und ich hoffe, das hast du jetzt auch verstanden mit Hilfe dieses Videos. Und nun zeige ich dir noch eine kleine Bonusübung. Ich habe dir nochmal zwei Aufgaben zusammengestellt. Die Auflösung dafür findest du auch wieder im Blog. Aber wir haben hier ein Plus und zwar ein kleines Schmankerl. Die ersten 5 Kommentare bekommen eine kostenlose persönliche Korrektur. Also schreibe einen Kommentar unter dieses Video oder unter unserem Blog. Und unter all den Teilnehmern verlosen wir auch noch 3 Online-Lektionen. Also mach mit, viel Glück und viel Spaß dabei. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns einen Like gibst. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder, denn da geht es um das Goethe-Zertifikat B2 Schreiben Teil 1. Bis dahin, tschüss!